So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sehen hier die Weltkarte. Viel hat sich nicht getan. Wie schon gesagt, Afghanistan ist recht klein geworden, aber das ist uns eigentlich egal. Preußen haben wir recht klein gehalten. Werden wir auch weiterschauen. Das weitaus interessanteste, was in Europa passiert ist, ist, dass Skandinavien sich gegründet hat. Und die sind auch eine Großmacht und werden diese Großmachtstellung mit ziemlicher Sicherheit auch bis zum Ende des Spiels behalten. Schauen wir mal, außer es passiert irgendwas Unvorhergesehenes für sie, wie zum Beispiel ein Krieg gegen Russland. Wir haben hier Ägypten bereits kolonialisiert und auch hier unsere erste Kolonie. Derzeit haben wir so wenig Kolonialmacht, dass wir eigentlich nur eine Kolonialisation auf einmal machen können. Das heißt, wir werden in dieser Folge zunächst einmal schauen, dass wir möglichst diese Kolonialmacht aufweiten. Das heißt, wir haben jetzt schon im letzten Update begonnen, Marinestützpunkte in jedem erdenklichen Hafen, den wir haben, auch nur anzudenken bzw. zu erweitern. Wir werden jetzt dann auch irgendwann einmal anfangen, Schiffe zu bauen. Was für Schiffe können wir überhaupt bauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir besonders großartige Schiffe bauen können. Nur Handelskreuzer können wir schon bauen, na immerhin. Machen wir nur Europa-Handelskreuzer. Machen wir mal vier Handelskreuzer hier und vier Handelskreuzer in Afrika. Damit haben wir dann sowieso dieses Ding auch überschritten, dieses Limit. Das passt perfekt. Mit den Handelskreuzern sollte zumindest hier die Kolonialmacht ein wenig steigen. Allzu viel wird sie nicht steigen, fürchte ich. Dazu bräuchten wir gescheite Schiffe und wie schon gesagt mehr Marinestützpunkte. Aber immerhin. Wir können so tun, als hätten wir eine Marine. Gut. Unsere Armeen sind vollzählig. Wir können also jetzt drauf spielen. Wir brauchen noch ein paar weitere Armeen. Also ich bin erst glücklich, wenn wir etwa 10 Armeen zu je 10 Regimentern in Europa rumstehen haben. Ansonsten lassen wir das Spiel ein wenig auf uns einprasseln. Hey, ein beleidigter Botschafter, das wird Konsequenzen haben. Oh, wir bekommen einen erniedrigenden Kriegsgrund gegen Preußen. Ist das cool? Oder Prestige und freundliche Beziehungen zu Preußen. Ah, wir würden 5 Prestige verlieren dadurch. Aber keine Infamie, wenn wir sie angreifen. Ist das schön? Machen wir das? Natürlich. Als Österreicher sind wir bereit, alles gegen Preußen zu tun. Oder? Sind wir das? 5 Prestige, 5 Prestige, aber ja, was soll's. Gegen jede andere Großmacht hätte ich immer das Prestige genommen. Aber so ist das ja beinahe aufgelegt. Hihihihi. Schauen wir mal. Preußen ist sowieso irre. Die sind schon wieder militärisch auf unserer Größe. Das ist unfassbar. 30 durch Armee. Was haben wir? Wir haben nur 20 durch Armee. Das meiste haben wir durch Anführer. Ich bin entsetzt. Wie ist das bei Frankreich? Die haben ein bisschen eine stärkere Armee. Und schaut euch das mal an. Preußen hat schon wieder fast ganz Norddeutschland in seiner Sphäre. Das ist unfassbar. Ich glaube es einfach nicht. Na gut, wir werden als erstes einmal unseren Haushalt wieder erhöhen. Für die Armeen. Und dann, das ist der erste Krieg, den wir direkt gegen Preußen starten werden. Erklären. Ach, jetzt geht das mit der Vorherrschaft.
Warum? Wieso ist das vorher nicht gegangen? Habe ich da irgendeine Forschung vorher gebraucht dafür? Interessant. Vorherrschaft durchsetzen oder erniedrigen? Erniedrigen bringt uns 5 Prestige und ihnen, sie verlieren 10 Prestige. Nein, was heißt 10? Sie verlieren 30 Prestige. Vorherrschaft bringt uns sogar 15 Prestige. Wir brauchen aber 66 Punkte. Wir könnten eigentlich im Krieg beides erreichen. Nehmen wir zuerst die Vorherrschaft. Durchsetzen. So, wie schaut das aus? Wer macht mit? Frankreich macht mit. Sehr gut. Na dann. Auf und durch die Mitte. Ohne Frankreich können wir das eh nicht schaffen, wahrscheinlich. So die letzten paar Male schon nicht. Aussig und du nach Karlsbad. Schauen wir mal, was passiert. Ah, das sind schon wieder so viele Truppen, das gibt es einfach nicht. So, wer hat sich mir angeschlossen? Toskana, großartig. Parma, großartig. Modena, Lucca, Württemberg, Sachsen, Bayern, Baden und Frankreich. Hurra! Frankreich, die sind stärker als Preußen. Und ich hoffe, dass sie technologisch noch nicht so weit hinten nach sind, dass sie auf der Westfront da gewinnen. Das ist eh gut. Würde ich Preußen mal auf die Franzosen spezialisieren. Schauen wir mal. Das heißt, wir sind jetzt aber auch dieses Mal mit diesen ganzen kleinen Dingern im Krieg. Das heißt, die Kleinen können wir eigentlich auch angreifen mal. Das heißt, wir werden da mal zuerst in die Richtung gehen und diese ganzen Kleinen ausnocken. Das macht wieder keiner von uns sonst, von meinen Verbündeten. Gut, die Lemberger Armee geht nach Katowice. So, Preußen hat noch gar nicht mobilisiert, aber meine Verbündeten Modena, dann Hessen, Toskana, Württemberg, noch mehr Hessen, Sachsen, aber nicht mein Sachsen. Sachsen-Coburg, nicht nur Sachsen. Ob sich das ausgeht, wann ist denn der dort? Am 4. Juni, und wann sind wir wo? Wir sind in Görlitz am 9. Juni. 5 Tage halt das sicher nicht durch. 2, 3, 4. Okay. Nein! Ach Gott. Mache ich da tatsächlich mit allem rein, was ich da habe? Ansonsten überlebe ich das nicht. Kannst du weitergehen? Ich wollte den in Görlitz nicht angreifen. Dummes Spiel. Das hasst mich. Au, au, au. Da wird's angekommen. Und dann Katowice ankommen. Gut, du gehst nach Liegnitz.
So, wir könnten diesen Kampf tatsächlich gewinnen irgendwie. Puh, wir haben Görlitz gewonnen. Wir haben doppelt so viele Leute wie er verloren, aber wir haben gewonnen. Papierproduktion stärker, Flottenorganisation besser, Prestige und noch irgendwas. So, wohin geht denn der nach Cottbus? Eigentlich müsste ich ja hinten nach gleich. Hinten nach. Du gehst nach Cottbus. Wie viele sind das noch von ihm? Viele, viele, noch immer viel zu viele. Du gehst nach Liegnitz. Du gehst da hier. Ja, passt nur auf, dass ihr mir nicht zu viel helft, meine lieben Verbündeten. So, die haben natürlich... sich... Oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Heißt das, Frankreich ist der Chef von unserem Bündnis? Wie kommt das? Wie kann das sein? Ach, das ist so ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Mist. Und wie kann es sein, dass wir dagegen diese Bauern verlieren? Puh, jetzt haben wir sogar viermal so viel verloren wie er. Wenn wir die wegkommen lassen, dann erholen sie sich ja wieder. Du gehst nach Breslau. Ihr geht's nach Prenzlau. Du wartest noch einen Monat fertig. So, warte mal. Baden. Was ist das mit Kolumbien? Hm. Na, okay, wir lassen das so, wie es jetzt ist. Mal. Noch können sie nichts gegen uns tun. Und mit etwas Glück, wie schon gesagt, haben wir den Eisendampfer. Das ist so unglaublich. Wir verlieren diese Schlacht gegen einen Haufen Bauern. Das ist so österreichisch. Wir haben in Halle gewonnen, schau, schau. Aber eher zufällig. Oh, wohin gehen denn die? Nach Berlin? Auch nach Berlin. Ihr 25.000 geht es auch nach Berlin. Ihr 21.000, habt ihr euch erholt? Geht es daher? Auch in Prenzlau gewonnen, sehr gut.
Wir haben nicht mehr doppelt so viel verloren, nur noch knapp mehr als die anderen. Nach Stettin, auch nach Stettin hinterher. Hier jetzt auch nach Stettin. Wir verlieren schon wieder doppelt so viel wie er. Ja, Hauptsache meine Verbündeten kriegen alles ab. Wir haben die Schlacht von Berlin verloren. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Team gewonnen und wieder mehr als doppelt so viel verloren. Oh, irgendwann einmal kann ich ja wohl nicht mehr zurückziehen, sehe ich, oder? Das wäre mir schon irgendwie sehr recht. Boah, das ist eine Materialschlacht. Das ist schrecklich. Das ist echt schrecklich. Wir haben Swinemünde verloren. Was? Unsere Truppen sind aufgerieben worden. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Das ist ja die Urkatastrophe. Wir könnten die Genfer Konvention unterschreiben, aber sicher nicht jetzt. Und Frankreich will Niederrhein erobern. Naja, große Chance, dass ich da meine Vorherrschaft bekomme. Verdammt, das ist so ärgerlich. Wieso ist Frankreich der Chef von diesem Ding jetzt? Wahrscheinlich, weil sie stärker sind als ich. Um einiges. Und wir haben einen Haufen Truppen verloren. Na super. Das haben wir gut gemacht. Und in Berlin haben wir auch verloren. Na, Frankreich wird sich freuen. Wenn sie sehen, was wir mit ihrem Sieg anfangen. Ärgerlich. Gut. Du gehst daher. Du gehst daher. Wir haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Unglaublich. Unglaublich falsch. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. So, wir bleiben jetzt hier und unterstützen diese Truppen, die da sind, nur noch. Ach, weh. Ist das ärgerlich? Bist du wahnsinnig? Wir brauchen irgendeinen separaten Frieden. Wenn geht. Damit wir nicht auf Frankreich angewiesen sind. Wir müssen irgendwie. Preußen da raushauen aus unserem. Auch nicht schlecht. Au, au, au. 42.000, die haben sich schon wieder voll erholt. Wow, bist du wahnsinnig. Wie sollen wir diesen Krieg jetzt noch gewinnen? Also zumindest das gewinnen, was wir gewinnen wollen. Wohingegen der nach Küstrin. Gut. So, die haben mal die Genfer Konvention unterschrieben. Das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal machen jetzt dann. Aber erst nach dem Krieg. Weil das bedeutet nämlich, dass wir. Wieso? Na gut, Bayern ist einfach stärker, was das betrifft. Ich fühle mich gerade ziemlich armselig.
Seht ihr das, was Bayern mit diesen 16.000 Preußen macht? Diese 16.000 Preußen haben vorhin 60.000 Mann von mir geschlagen. Und jetzt kommen 34.000 Bayern und machen sie im Alleingang fertig. Ich bin frustriert. Okay, dieses Mal hat Frankreich den Krieg für uns geführt und nicht umgekehrt. Ich bin beinahe schon beleidigt. Oh, da sind schon wieder Franzosen. Das ist gut. Und dann ist 3000 Mann zurück. Die könnten wir tatsächlich erledigen. Hurra, wir sind wertvoll für die Kampagne. Oder? Gehen wir darauf und helfen wir Sachsen? Natürlich sind immerhin unsere Verbündeten. Was soll's? Auf, Kämpfer. Na, ah, okay, du willst nicht. Na gut, dann gehst du halt nach Küstrin. Dort können wir auch ein paar Leute erlegen. Gut, jetzt haben wir Küstrin und die 2000 sind weitergegangen. Nach Prenzlau, dort werden sie eh von den Franzosen angegriffen. Das heißt, wir könnten eigentlich da auch reingehen und denen helfen. Mist, die haben drei von meinen Armeen zerstört. Ja, bis ich das militärisch wieder aufgebaut habe. Das ist so elend. Okay. Ah, das war ein sinnloser Krieg. Die Militanz steigt. Na, immerhin können wir jetzt freie Presse machen. Das war wirklich, das war, ah, das war so ziemlich das Dümmste überhaupt. Knurre. Ah, hier geht's nach Budapest. Hier geht's nach Wien. Gut, naja. Jetzt wo der Krieg zu Ende ist, können wir neue Truppen bauen. Ach, wieder von vorne alles. Ärgerlich. Immerhin kosten die Truppen uns jetzt weniger. So, die Truppen gehen wir auf 30% runter. Dann werden wir die Genfer Konvention unterschreiben. Minus 1 Infamie, das ist okay. Puh. Und dann werde ich neue Truppen ausheben, aber das muss ich nicht während des Let's Plays machen. Dann
Das machen wir dann quasi in der Pause, weil sonst langweile ich euch nur mit dem Suchen von Truppen, die wir gerne bauen würden. Das heißt, wir haben gerade einen Krieg gegen Preußen gewonnen, könnte man sagen. Wobei gewonnen ist vielleicht so eine Sache. Frankreich hat ihn gewonnen. Wir haben mehr Sachen zerstört, vor allem eigene Truppen. Das war nicht sehr lustig. Aber Preußen ist noch schwächer geworden. Und das ist nicht schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann einmal, Preußen vielleicht sogar zu sphieren. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn wir das nächste Mal machen, werden wir versuchen, tatsächlich ganz Preußen gleich einzunehmen. Mal schauen. Vielleicht können wir sie ja in die Einflusssphäre gewinnen. Gut, kolonialisieren können wir noch nichts, aber bald, 1870, können wir dann eine Forschung machen, die uns hoffentlich dazu befähigt, Kolonien zu bauen. Unsere Kolonialmacht ist zurzeit eh noch recht klein. Das heißt, wir werden da eh nur kleine Brötchen backen, fürchte ich. Also die meisten Kolonien werden wahrscheinlich an Großbritannien und Frankreich wieder gehen, so wie immer. Vielleicht auch Skandinavien, die sind sicher nicht schwach, was das Kolonialisieren betrifft. Die sind technologisch sicher auch weit. Preußen wahrscheinlich eher nicht. Aber Deutschland ist sowieso nie eine sehr, sehr starke Kolonialmacht. Vielleicht auch die Osmanen, wer weiß. Manchmal sind die auch recht groß. Aber Frankreich ist vor allem das Nonplusultra, was das betrifft. Das heißt, meine Herrschaften, ich werde euch jetzt eine schöne Nacht wünschen. Gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.